den Moment möchte ich jetzt gerne auf Kamera festhalten, denn ich habe euch ja gesagt, für meine Mama geht jetzt so ein kleiner, großer Wunsch in Erfüllung. Wir haben alle drei gemerkt, dass uns das unheimlich auch Energie geraubt hat. Ja. Jeder wollte seine Aufmerksamkeit, jeder wollte was wissen, jeder hatte Fragen, jeder wollte anfassen. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute starten wir in Tag 2. Die Melanie ist jetzt auch schon auf dem Weg und wir wollen jetzt auch langsam aber sicher runter. Wir haben hier den Kinderwagen mitgenommen, weil wir hatten gestern noch so viel Gedöns. Und dann haben wir den Kinderwagen einfach mitgenommen und einfach alles da reingeschmissen. Das ist der Blick nach draußen. Und da steht unser Auto. Das ist unser Dicker. Melanie holt uns heute ab, weil wir werden heute nach Mannheim fahren und werden dort ein wenig shoppen gehen, beziehungsweise für meine Mama wird sich heute ein, ja sagen wir mal, kleiner, großer Wunsch erfüllen. Da ist sie auch schon. Ja. Hi. Fertig? Meine Fans. Du sollst dich fertig machen. Ich suche die Salbe. Gestern auch, Leute. Nee. Ey, als allererstes haben wir Majas Decke verloren. Die sind alles auf Verlieren. Ja, genau. Und das haben wir aber noch zum Glück gleichzeitig gemerkt. Die lag dann bei uns da auf dem Weg zum Hotel hoch. Da bin ich dann nochmal hin, hab die geholt schnell. Dann am Abend haben wir alles soweit in den Kinderwagen gepackt, was wir noch mitnehmen wollten, nach oben ins Zimmer. Und tatsächlich haben wir dann Luca seinen Elefanten verloren. Und ich habe den hier gesucht und gesucht. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Ich habe den doch mit unten in den Kinderwagen reingepackt. Und bin dann aus Ussel nochmal runter zum Auto, um zu gucken, ob der dann im Auto ist. Und im Auto war natürlich auch nicht. Dann habe ich auch so zur Seite geguckt. Und beim Ausgang, da sind so kleine Bambusbälle und irgendeiner hat wohl den Elefanten gesehen und hat den auf dem einen Bambusball gelegt. Ich so, oh, da ist er ja. So, ich packe euch jetzt einfach mal hier hin und ich werde jetzt mal hier eben Maja-Maus anschnallen, damit wir hier fertig werden, ne, kleine Maus. Luca habe ich jetzt auch nur eine etwas dünnere, die dünne Jacke angezogen, also keine Winterjacke, weil es hier heute auch wieder recht warm werden soll. Außerdem sitzt Luca im Fußsack noch drinne. Den Fußsack habe ich ja noch mit im Sportaufsatz. Und außerdem sind wir, soweit ich das verstanden habe, halb im Einkaufszentrum. Ich lasse mich mal überraschen. So, wie viel Tasche müssen wir auch mitnehmen? Ups. Hier brauchen wir ja jetzt nichts, außer deine Tasche, die musst du noch mitnehmen. Und meine Jacke nehme ich noch mit. Ich gehe jetzt nochmal auf die Suche nach dem Deo. Ach, das ist in der Kiste. Das ist lustig, hier ist nichts. Doch. Ist doch da. Ja, ja. Da ist nichts. Da ist es doch. Halt die Klappe. Nee. Machen wir hier Fenster zu, ne? Ja. So. Und das Licht, da musst du noch ausmachen. Und wie geht das? Da ist doch der Schalter. Ah. Okay. Luca ist auch bereit. Dino muss er auch mitnehmen. Und dann geht's los. So, wir sind angekommen. Ja. Das ist ein hypermodernes Auto. Ein E-Auto. Genau. Boah, voll die Lästerschwestern hier. Ich habe während der Fahrt gar nicht mehr gefilmt, weil das irgendwie nicht gepasst hat. Und das für die Ausfahrt.
Ja, man sieht, wir sind gut gepackt. 3 Babys sind dabei. Und Melanie. Und? Mama. Und Mama. Ja, also, ne? Also. Auf jeden Fall sind wir angekommen, haben alles ausgepackt. Und jetzt geht's Richtung Shopping. Müssen wir das mal hier schieben? Geht's? Ja. Kriegst du es hin? Irgendwie. Soll ich helfen? Das muss man auch mal können. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich euch jetzt noch mitnehmen kann, werden wir sehen. Ansonsten gibt es nachher wieder ein Haul. Wie immer. Ich habe mir extra einen Zettel geschrieben, dass ich heute mal systematisch mit den Klamotten einkaufen gehe und nicht irgendwie wirrwarr, sondern wirklich gezielt das, was jedes Baby noch braucht, was ich nicht habe. Aha. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Also bei mir ist hauptsächlich Luca. Ansonsten haben alle Babys genug. Ich will einfach nur mal gucken. Gucken. Mal gucken, wie viel Geld ich beim Gucken ausgegeben habe. Geh hier ruhig rein, ich komme danach. Meinst du, dass wir da reinpassen? Wo müssen wir denn hin? Aber es geht nur eins nach oben. Alles gut. Es geht nur eins nach oben auf der Ebene. Ja. Na, ich komme gleich. Gut. Und wo noch rein? Also nach E, ja? Nach E, genau. Okay. Bis gleich. Eieieiei. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir hier weiterkommen. Und dann werde ich jetzt erstmal hier Schluss machen. Also bis später. Den Moment möchte ich jetzt gerne auf Kamera festhalten. Denn ich habe euch ja gesagt, für meine Mama geht jetzt so ein kleiner, großer Wunsch in Erfüllung. Ja. Ja. Da. Hallo! Was hast du für eine wilde Fahrt hinter dir? Und erst ging es nach unten. Bei uns auch. Ja. Dann P1, P2, P3, dann wieder -1, -2. Ich sag mal, ich will doch bloß hoch. Bei uns war es aber auch. Wir sind auch erstmal P1. Und dann sind wir Erdgeschoss und dann nach oben. Ja, gut, aber wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. So, und jetzt drehe ich euch und jetzt wisst ihr auch gleich, welchen Shop wir meinen. Tada! Ja. Für meine Mama ist das jetzt... Soll ich den Kinderwagen übernehmen? Ein Fan-Moment. Boah, die riesen Kippen da. Die sind so schön. Ja. Ja, meine Mama wollte gerne mal hier reingehen und schauen. Da ich aber nicht weiß, ob wir filmen können, werde ich jetzt hier auf jeden Fall die Kamera erstmal ausmachen. Und meine Mama darf dann hier genießen nach Herzenslust. Wir sind durch, würde ich sagen. Ne? Abenteuer beendet. Mit unseren Nerven sind wir durch. Fertig erledigt am Ende. Genau. Wir waren jetzt hier nochmal beim... Sieht man das? Primark. Da. Oh. Da waren wir jetzt. Wir bösen Menschen, wir waren bei Primark. Sünde. Ja. Und es war einiges mitgekommen. Eine ganze Tüte. Ja. Eine ganze Tüte voll. Und da unten auch noch eine Tüte. Ja. Und Melanie hat ja auch noch ihr Kram. Ja. Also wir haben gut hier zugeschlagen. Ja. Und es war ein echt erfolgreicher, schöner Tag mit echt vielen Erlebnissen, hätten wir nicht mitgerechnet. Ein Erlebnis muss ich euch noch erzählen beim Sally Shop. Ich habe euch ja gefilmt, als wir da hingekommen sind oder angekommen sind. Dann sind wir da reingekommen, dann stürmte direkt eine Verkäuferin oder eine Dame, die dort arbeitet, auf uns zu und guckte in den Kinderwagen. Ah, oh, wie süß, unsere jüngsten Gäste heute. Und ich so... Okay, was sagst du jetzt? Und meine Mama dann direkt so, ja, aber die sind nicht echt. Und die so, die wollen mich doch jetzt verarschen. Mama, nein, fassen Sie die gerne mal an und so. Und danach waren wir die Sensation im Sally Shop. Oh Mann, es war nachher sämtliche Verkäufer aus dem Sally Shop, also Mitarbeiter aus dem Sally Shop bei uns, standen ringsherum.
haben die Babys bewundert, mussten die auf die Arme nehmen. Also es war echt Aufregung gewesen. Wir kamen da auch irgendwie gefühlt eine Stunde nicht mehr raus, ne? Ja, weil die ganze Kundschaft, die mit drin war, die standen ja alle ringsrum. Ja, die kamen dann auch noch. Die wollten alle anfassen und gucken und einen Arm nehmen und konnten es nicht fassen. Ja. Keiner hat mehr eingekauft, alle waren um die Babys gestanden. Genau. Die eine Familie ist, glaube ich, sogar rausgegangen, ohne zu wissen, was sie noch da rein wollten. Ja, genau. Also es war Aufregung pur. Mein Herz pochte immer mehr. Der Schweiß floss. Ja, also es war wirklich so emotional, heftig. Aber es war ein Erlebnis, was man, ich glaube, so schnell nicht mehr vergessen wird. Vor allem auch in der Form auch noch so jetzt, als also ich nicht hatte. Ich auch nicht. Ja, ne? Ich hatte sowas auch noch nie gehabt. Ganze Laden zum Stillstand gebracht. Ja. Ja, die haben aufgehört zu arbeiten. Und nachher hieß es aber immer, wir müssen jetzt weitermachen. Aber die waren alle so lieb, durchweg. Also der Sally-Shop war in der Zeit tabu. Keiner interessierte sich mehr für Sally, sondern nur noch für die Babys. Und für die Babys. Ja, für die Babys. Ja. Tut mir leid an dieser Stelle, Sally, dass wir dein Geschäft da gerade mal eingenommen haben. Ja, genau. Ja. Ja, und jetzt gerade sind wir hier zum Primark gegangen. Und da kamen dann noch Zuschauer auf uns zu, haben uns erkannt, beziehungsweise haben uns hier sogar gesucht. Total süß. Auch an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an euch, falls ihr das seht. War wirklich sehr, sehr schön. Und danke auch für euren Mut, dass ihr uns angesprochen habt. Primark beim Jordan durchgegangen. Also eine junge Türkin. Ne? Oh, das ist so Zucker. Wie alt denn? Seit 3 Monaten. Na toll, in der Klasse war es 3 Wochen. Ja, was denn du? Keine Ahnung. Und was hast du? Ja, genau. Ja. Mit seinem Dino. Jetzt gehen wir wieder Richtung Parkhaus. Und dann geht's heimwärts. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Halb vier. Genau. Fängt auch schon an, dunkel zu werden. Ja, so dämmerig. So dämmerig, ja. Mannheimer Wasserturm. Genau. Das ist Mannheim. Genau. Fressgasse. Und da sind die zwei. Genau. Mann, Mann. Zwei besondere Prümmelchen. Ne? Ja, genau. Die aber jetzt auch K.O. sind, ne? Oh, ja. Och, und wie. Die Füße sind so platt, ey. Ich bin Bigfoot. Ja. Ich bin aber du fährst uns doch nach Hause, oder? Ja, klar. Ja, sitzen wir ja. Im Auto sitzen wir ja. Dann geht's dann. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg zum Auto. Dann müssen wir noch alles einpacken. Dann geht's erstmal heimwärts zum Hotel. Ja, ja, müssen wir jetzt. Ja. Hotel. Ja. Auto holen, ne? Okay. Ja. Ja, und dann. Also heute Abend. Dann geht's lecker. Geht's weiter. Lecker. Ja, genau. Stimmt. Der Mann von Melanie hat für uns gekocht. Ja. Total süß. Ich habe euch ja gestern schon im letzten Vlog gesagt, dass es eine total süße Familie ist. Kann ich jetzt auch hier nochmal sagen. Ja, eine Knubbelfamilie. Aber Bertram hat es gestern Abend auch gemeint. Ihr seid ja wirklich zwei besondere liebe Menschen. Da sind wir aber froh drüber. Puh. So, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal Schluss machen hier. Ja. Und dann sehen wir uns später wieder zum Hall, denke ich mal. Morgen machen wir Schillimilli. Ja. Da wird nichts mehr gemacht. Ja, stimmt, das müssen wir auch noch. Genau. Alles klar, ich würde sagen, tschüss. So, meine Lieben, wir sind im Hotelzimmer wieder angekommen. Dein Ernst? Jo. Mama ist müde. Wir haben sie geschafft. Genau. Sorry jetzt für das Licht, aber besseres Licht bekommen wir jetzt gerade hier. Guck leider mal nicht auf den hin. So. Eventuell ein noch. Besser, ne? Ja, das müsste noch besser gehen. Wir wollten euch jetzt eigentlich noch die Ausbeute zeigen von unserem Shopping Day heute. Wir waren bei Sally. Erst Sally. Und dann Primark. Mehr aber nicht geschafft. Mehr auch nicht geschafft, ne. Aber wir sind nur marschiert, ne? Ja. Nur marschiert. Ja, wir sind nur echt.
Das war echt heftig. Ja, weil wir dann nach Sally... Ah, nee, Baby Walz. Baby Walz waren wir auch, genau. Ja, ja, genau. Aber bei Baby Walz haben wir nur geguckt. Ja. Mhm. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit der Ausbeute von Sally. Tada. Einmal hier ein Löffel aus Silikon von Kochblume. Und dann hat sie sich, da muss sie mir jetzt helfen. Das Was ist das? Ein Springformboden ist das. Da kommt ein Tortenring, kann man da reinstellen und kann damit dann Torten und Kuchen backen. Und da ist auch direkt so ein Einleger mit drin, dass wenn du jetzt flüssigeren Teig hast, der läuft nicht aus. Ja. Das bleibt da drin. Ja. Den gibt es in drei verschiedenen Größen und sie hat sich halt jetzt die mittlere Größe. Genau, die sind ganz neu bei der Sally jetzt. Ja, ja. Und das war's, was sie jetzt bei Sally mitgenommen hat. Und wie gesagt, das war ein Erlebnis dort, wirklich. Ja, das hat wir euch, wirklich. Also. Ja, also wir haben auch nachher jetzt im Auto, haben wir wirklich gesagt, wir haben alle drei gemerkt, dass uns das unheimlich auch Energie geraubt hat. Weil wir haben da nicht mit gerechnet, wir sind da so mit reingeschlittert irgendwie und dann kam auch immer mehr dazu und von vorn und von hinten und so und das hat echt alles so ein bisschen... Da haben wir noch Leute um uns rumgestanden. Ja, und jeder wollte seine Aufmerksamkeit, jeder wollte was wissen, jeder hatte Fragen, jeder wollte anfassen. Ja, meine Maya war auf einmal weg und ich dachte so, wo ist sie? Aber dann wusste ich, dass Melanie schon mit ihren Emmet an die Kasse gegangen ist und ich wusste, Maya war auch irgendwo da. Ich dachte so, Melanie wird schon hoffentlich gucken. Und dann ging es wirklich eins aufs andere. Ja. Ne? Ja, also es war, als wir da rausgekommen sind, wir waren nicht nur schweißgebadet, wir waren auch emotional irgendwie fertig. In der Zeit, wie ihr beschäftigt war mit dem Pult, bin ich schon wieder. Ich war nie dann rausgegangen und hab mich gebadet. Und dann, vor allen Dingen, es war ja dann relativ leer für dich, ne? Ja. Ja. Alle standen ja bei uns. Ich kann alles angucken. Du hast ja dann kein Getränke gehabt. Genau. Mama konnte dann in Ruhe shoppen gehen. aber es war halt auch ein wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja. Und also, also in der Form auch was völlig anderes, weil es ist nicht zu vergleichen mit einer Messe, weil das sind nur Gleichgesinnte. Nee. Genau. Und diesmal war es aber eine große Menge, mit der man ja sonst eigentlich nichts zu tun hat. Eigentlich Unwissende. Unwissende, genau. Ja. Und das dann auf einmal so, das war schon ein Highlight. Ne? Das war schon echt. Das kriegst du so schnell dann auch nicht mehr. Danke, Mannheim! Ja. Mannheim hat es möglich. Danke, Sally Shop. Genau. Sally Shop, ja. Danke, Sally Shop, auch an dieser Stelle nochmal, dass wir halt euer Geschäft kurz lahmgelegt haben. Ne? Und also das war wirklich ein Erlebnis, was uns wirklich noch lange, lange in Erinnerung bleiben wird. Und das war schön. Ja. Ja. Dann sind wir nach Baby Walz, da haben wir aber wie gesagt nichts gekauft und dann Primark. Und bei Primark haben wir dann ein bisschen zugeschlagen. Sie hat mich verführt. Nein, Quatsch. Als allererstes meine Schwester. Also meine Mama hat für meine Schwester was besorgt, weil meine Schwester gestern gemeckert hat, dass sie über Social Media erfahren hat, dass wir angekommen sind. Melanie hat uns ja schon in Empfang genommen und dann war es so trubelmäßig, dass wir irgendwie vergessen haben, Tabitha Bescheid zu sagen, dass wir angekommen sind. Ja, und dann, wie gesagt, war sie dann dran so, ihr müsst mir unbedingt was mitbringen. Und da hat meine Mama dann was für sie rausgesucht bei Primark. Und da ist es dann dieses Tablett hier geworden. So ein Spiegel-Tablett ist das. Mit Goldrand. Richtig schön. Ansonsten nimmt Mama das, hat sie schon gesagt. Hat er wieder ein Pech gehabt. Ja, und dann geht es halt bei uns los hier mit Babysachen, ne? Ja. Also bei mir war es diesmal so, dass ich das erste Mal wirklich gezielt einkaufen gegangen bin. Das war bei Toni und Emmett waren es Kurzarmbodies. Ja. Und eigentlich, Emmett Strampler, ihr macht das alte Strampler-Problem und Mützen wollte ich den Zweien holen, aber da gab es nur solche mit solchen Köpfen. Ja, das war irgendwie, also ganz ehrlich, die Größe 50 bei Primark an Mützen. Das hätte Luca gepasst, ja. Ne? Locker. Schon fast. Ja, ne? Und dann war halt eben bei mir weiße uniforme Bodies für alle Babys, weil ich das ja gerne drunter ziehe und dann in verschiedenen Größen.
Und Strampler hatten sie nicht. Mhm. Diesmal, gell? Ja, und bei mir war es halt einfach so, ich wollte einfach nur gucken. Ich meine, ich bin halt auch dahin gegangen mit dem Aspekt, dass ich auch Geld ausgeben möchte. Aber ich war so erschlagen von der Masse an Sachen dort, dass ich nachher überhaupt nicht richtig wusste, was ich dann kaufen sollte oder wo ich nachgucken sollte, weil es da auch sehr voll war. Und bei mir ist es halt einfach so, wenn das Geschäft dann auch noch voll wird, dann fange ich an, Platzangst zu bekommen und dann kriege ich schlechte Laune. Und das konnte ich dann Melanie nicht zeigen. Jetzt haben wir auch was sagen können. Ja. Wir hätten es vielleicht umgekehrt doch so machen sollen. Erst Primark, weil da waren wir noch fit und frisch. Ja. Aber wer ahnt denn das, was im Sally schon passiert ist? Genau. Und zum allerersten habe ich jetzt für Elisa diese süße Latzhose mitgenommen mit einem Shirt drunter mit Daisy drauf. Total süß. Die kommt, die ist so lila. Lila Farbe. Ja, so Auberginen, ne? Ja. So Auberginen. Aber die gefällt mir richtig gut, auch mit der Daisy drauf. Und Elisa ist ja sowieso auch so ein Latzhosenmädchen. Ja, also ich habe ja unter. Bodies unter Unterbodies. Unterbodies. Bodies unter Bodies. Die ich mir zurechtschneide im Endeffekt, das mit dem Stoffkörper und hier oben so ein bisschen, das habe ich dann in verschiedenen Größen geholt. Mit Achselausschnitt und dann ganz normal mit Kurzarmärmelchen. Weil Toni hat ja 3/4 Arme, wo man dann so ein Stück Stoff sieht und deswegen passt das bei ihr ganz gut. Ja. Das waren so diese. Ein Dreierpack. Genau, immer so ein Dreierpack, die Bodies für drunter sozusagen. Ja, genau. Ja, und dann ging es bei mir weiter. Das erste Set für Luca. Das haben wir aber später erst gesehen, aber ich finde das so süß. Eine Latzhose mit einem Pullover drunter. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Und die gleiche, das zeige ich jetzt auch mal direkt, habe ich auch noch. Achso, doch beide, ja. Ja, natürlich, ja. In Jeans. Obwohl, die ist ein bisschen anders, glaube ich. Auch mit einem Pullover drunter, gestreift und dann in Jeans-Optik. Gefiel mir so gut. Ja. Ich musste beides direkt mitnehmen. Ja, Luca hat dann direkt zwei neue Outfits. Ja. Ja. Dann gab es Emmett und Toni hatten einen Kurzarm-Bodymangel. Und da gab es dann so ein ganzes Set. Also so rum. Mit Sternen, Grau, Unifarben. Und das ist auch süß. So komische Muster einfach. Ganz normal Stich einfach. Für Emmett. Ich habe bei den Bodies auch zugeschlagen. Und zwar als allererstes für Mika. Für Mika habe ich diese hier mitgenommen. Die fand ich total süß. In so ein Blau gehalten. Mit kleinen Monsterchen drauf. Hier ist so Uniform Grau und dann Weiß und mit Sternchen drauf und so. Total niedlich, weil Mika hat nur durchgemixte Bodies. Und eigentlich wollte ich von Primark keine Bodies mehr kaufen, aber die fand ich jetzt so toll. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Und bei Milan bin ich tatsächlich auch schon wieder hängen geblieben, ne? Schon wieder bei Primark. Und schon wieder in Grau-Weiß bei Milan. Aber ein paar sind Elefanten drauf. Und deswegen fand ich die so, so toll. Jetzt kann ich Milan seine Bodies auch austauschen, weil die von ihm habe ich tatsächlich schon seit 2019. Was? Ja. So, ich habe. Bist du aber Spaß? Also. Ja. Dass du das so lange aushältst? Ich könnte es nicht. Ich hätte schon 20 Mal was anderes geholt. Ja, genau. Die hatte ich gekauft für Melina und für Milan. Beides die gleichen. Und irgendwie hat mir das schon lange, lange nicht mehr gefallen. Ja, man hat sich aber auch satt gesehen. Ja, eben. Dann willst du auch mal wieder was Frisches. Und dann hatte ich überlegt, erst bei H&M zu bestellen. Aber bei H&M ist das so teuer. Ja, und jetzt waren wir halt bei Primark. Und da habe ich jetzt zugeschlagen. Mit uns dann auch. Ja. Macy hat auch ein Kurzarm-Body. Kurzarm-Body-Mangel. Ja, und da gab es dann einmal in Uniform und mit, was sind das? Herzchen. Herzchen sind da noch drauf. Mhm. Und mal gucken. Also irgendwie bin ich sehr bodylastig, gell? Es ist nichts anderes dabei, außer Bodies. Kleiderbügel. Ja, und als allerletztes kam dann nochmal ein Dreier-Set Pullover mit für Luca. Die hat Melanie gefunden tatsächlich. Ich war nämlich total... überfordert. Ja. Mannheim ist Primark. Riesengroß. Einmal hier mit, was ist denn das überhaupt? Ich glaube, ein Trecker. Ein Trecker? Nein, das ist ein Kipper. Ein Kipper? Das ist ein Bagger. Ein Stimmt, Kipper. Ein Lastwagen. Ja.
Lastwagen, Kipper. Ja, genau. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja, jetzt ist durch. So, dann haben wir hier mit auch kleinen Lastwagen drauf. In so ein bisschen grün. Und dann so ein bisschen grün, ne? In so das ganze Schaden ist grün. Ein bisschen grün. Es läuft, Leute. Grün. Ja, und dann haben wir hier noch einen unifarbenen. Ey, wir sind durch. Mal gut, dass wir noch nicht zu euch nach Hause gefahren sind. Die denken sich auch, was ist mit denen denn los? Oh Mann, ey. Also hier haben wir noch ein langes Shirt. Unifarben in so ein Beige mit blauen Ärmeln. Fand ich auch ganz süß. Und dann habe ich ein Strumpfhosenpaket gefunden. Strumpfhosen für Luca. Ja, genau. Die sind für dich. Deine Strumpfhosen. Als hättest du keine mit. Nee. Dein Schnulli verliest. Genau. Und er war so brav. Er hat sich so schön benommen. Er war wirklich so brav. Ja. Er hat sogar alles über sich ergehen lassen. Das also Ganze anfassen und auf Arme nehmen. Ja. Ja. So, und du hast noch was? Das ist dann das andere Set für Toni, Kurzarmbodies. Na drauf, Häschen, gell? Häschen sind das. Ja, zwei, drei ja. Unifarben und die anderen Bunnies. Bunnies mit Häschen drauf, ja. So, Unifarben und dann rosa mit Hasen und ja. So. Richtig niedlich. Und dann gab es noch jeweils zwei, also blau und zweimal rosa Kleiderbügel. Ja. Dass ich mal hier meinen Strampler-Kleiderschrank auch auf die Reihe bringe. Und das war's aber auch schon. Das war's. Leider. Ja. Also heute der Tag war richtig, richtig spannend und aufregend, anstrengend, energieraubend. Aber wunderschön. Aber schön, ja. Wirklich. Ja. Wirklich schön. Ja. Ein Abenteuer. Genau. Ich sag doch, Mannheim unsicher gemacht. Sag mal wirklich. Allerdings. Es war wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und der wird uns auch noch lange, lange Zeit in Erinnerung bleiben. Ja. Oh ja. Gell, so. Luca? Ja. Hast du auch supi gemacht. So. Und der kleine Mann darf sich das jetzt überlegen, ob er zu Tante Melanie geht heute. Er hat nämlich vor, bei uns zu schlafen. Ja. Mal gucken, wie es dann tatsächlich wird. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Ob er sich von mir nicht trennen kann oder ich mich von ihm nicht trennen kann. Aber ich weiß ja, ich habe ihn morgen wieder. Na, dann müssen wir noch deinen Rucksack packen, ne? Oh ja? Ja. Kleiner Mann. Darf nichts fehlen. Nee. Nino wird sich freuen, Macy auch. Oh ja. Oh Gott, es gibt eine Nacht. Tja, das hast du dir eingebrochen. Du musstest dich ja bei ihm einschleimen. Ja, einschleimen. Apropos, hat er das gestern noch gesehen? Ja. War dann total hin. Aber da, er war anscheinend noch zu müde. Also der ist auf der Fahrt hier zum Hotel eingeschlafen. Ja, ja. Habe noch so gerade eben die Hose ausgezogen gekriegt. Ja, wir werden mich jetzt gleich rüberfahren zu Melanie und ihrer Familie. Also zu ihrer Familie. Melanie ist ja hier. Und dann werden wir noch lecker essen und den Abend und Tag ausklingen lassen. Ja. Und somit verabschieden wir uns jetzt hier. Vor allen Dingen auch komplett aus diesem Vlog, würde ich sagen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffen, danke. Es hat euch Spaß gemacht und gefallen, ja. Zuzuschauen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und dann sehen wir uns definitiv beim nächsten Video wieder. Also, bis bald. Ciao. Tschüss.